Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen beim Filme.de Unboxing Video, diesmal zu einem ganz besonderen Leckerbissen. Eine gute deutsche Serie ist sehr schwer zu finden. Man kriegt eher einen Sechser im Lotto, als dass man eine gute deutsche Serie findet. Manche glauben, die existieren gar nicht. Es ist nur eine Legende. Doch wir haben sie. Eine der wenigen guten deutschen Serien. Und zwar Pastewka. 97 Folgen in 10 Staffeln begeisterte die Fans. Erst auf Sat.1, später auf Amazon und nun hat Alive AG die lange erwartete Komplettbox pünktlich zum Weihnachtsgeschäft rausgebracht. Und wir haben sie hier auf Blu-ray in einer Limited Fan Edition. Natürlich wollen wir sie für euch auspacken. Als erstes schön zu sehen, es scheint ein Aufkleber zu sein. Ja, und zwar auf der Folie. Packen das Baby mal aus. Schön vorsichtig. Ich sag noch vorsichtig, und was ist? Beinahe fällt die Kamera um. So. Als erstes sehen wir, es ist geprägt, das Auto. Ja, fühlt sich gut an, schön fest. Wir können hier sehen, einmal ein Booklet und dann jeweils aufgeteilt. Und was sehen wir hier Schönes? Laufzeit über 40 Stunden. Ich würde sagen, Weihnachten ist gerettet. Und über 30 Stunden Bonusmaterial. Alter Schwede. Die ersten 5 Staffeln sind in SD. Das bedeutet, DVD-Auflösung liegt daran, sie wurden nie anders gedreht. Dazu die restlichen Staffeln plus Weihnachtsgeschichte in HD. Staffel 1 und 2 in 4:3 Format und Staffel 3 bis 10 plus Weihnachtsgeschichte in 16:9 Format. Packen wir das mal aus. Ui, Sticker. Bestimmt immer Hupe aus. Läuft, du Dödel. Und noch mehr Sticker. Ah, jetzt weiß man. Jetzt, wo man es weiß, ich flippe hier aus. Hagen-Darm-Problem. Ah, okay. Geht mir der Hut hoch. Ein Booklet. 68 Seiten. Schön. Am Anfang die Darsteller, Cast und Crew. Einleitung. Ah, das Booklet beinhaltet die Folgen. Mit Bildern. Ja, 97 Folgen plus 2 Specials. Oh, Rezepte. Könnte lecker sein. Veganer? Nee, wird nicht lecker sein. Was haben wir hier? 9. Staffel. Ah, die Weihnachtsgeschichte. Herrliche Episode. Passt auch gut zu dieser Zeit. Kleine Infos. Und noch mehr Bilder. Sehr schick. Also wenn man was zu lesen braucht, ist man auch eine Weile mit beschäftigt. Gucken wir. In Staffel 1 bis 6. Süß. Schön. Nicht einfach übereinander geklatscht, sondern brav jeder einzeln. Hier, wie gesagt, dient die Blu-ray als Speichermedium. Alles in SD. Aber immerhin, man braucht nicht wie bei der DVD ständig die Disc wechseln. Mal eben 3 Staffeln durchbingen. Kriegen wir hin. Dann auch schön aufgelistet die einzelnen Folgen plus die knapp 30 Stunden Bonusmaterial. Weiter. Hier haben wir Staffel 4 bis 5. Und Staffel 6 als Einzel-Blu-ray.
die ja auch in HD gedreht wurde. Renate, veganste Knackwurst von Köln. Möb. Und Staffel 7 bis 8. Auch hier wieder jede schön einzeln. Oh, noch mehr Bonusmaterial. Hier bei Staffel 8 frage ich mich, was für eine Folge es sein wird bei Lied von Hals und Nase, weil es gab da ein Problem, nämlich mit der Werbung vom Mediamarkt. Ups, das darf ich ja gar nicht sagen. Ah, habt ihr nicht gehört. Zumindest heißt es Schleichwerbung und da muss die Folge ein bisschen überarbeitet werden. Hier ist zweite Blu-ray. Staffel 8. Und Staffel 9 und 10. Plus Weihnachtsspecial. Auch wieder jede Disc schön einzeln und nicht übereinander gestapelt. Einfach rein und rauszunehmen. Sitzt aber gleichzeitig schön fest, sodass nichts kaputt gehen kann. Ja, sehr schick. Schuber schön dick, schön hochwertig verarbeitet, fühlt sich auch sehr fest an, also nicht nur billiges Papier. Ich muss sagen, eine sehr schicke Box zu einer wirklich genialen Comedy-Serie. Pflichtprogramm unter jedem Weihnachtsbaum, da jetzt man eh nicht groß rausgehen kann, weiß man ja, was man die nächsten Tage machen kann. Eine Runde Pastewka gucken. Ich werde es auf jeden Fall tun. Meine Frau auch, ob sie will oder nicht. So, und das war das Pastewka Limited Fan Edition, die Komplettbox Unboxing Video auf Filme.de. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!